Diese Verlagerung der Soldaten deutet darauf hin, dass der vollständige Abzug der internationalen Truppen aus Afghanistan unmittelbar bevorsteht. Wann genau die letzten US- und NATO-Soldaten Bagram verlassen, sagt der US-Armee-Vertreter, der anonym bleiben wollte, nicht. Auch zum Zeitpunkt, an dem die US-Armee den Luftwaffenstützpunkt offiziell an die afghanischen Sicherheitskräfte übergeben will, äußert er sich nicht. Österreich hat seine wenigen Bundeswehrsoldaten bereits aus Afghanistan abgezogen. Bagram ist die größte Militärbasis der USA und der NATO in Afghanistan. Auf dem Stützpunkt, 50 Kilometer von der Hauptstadt Kabul entfernt, sind zeitweise bis zu 30.000 Truppen stationiert. Auf dem Gelände befindet sich außerdem ein Gefängnis, in dem Taliban-Kämpfer und islamistische Extremisten festgehalten wurden. US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, bis spätestens zum 11. September, dem 20. Jahrestag der Terroranschläge in den USA, alle Truppen aus Afghanistan abzuziehen. Die Anschläge von 9/11 sind der Auslöser der US-Militärsinvasion in Afghanistan. Mit dem Truppenabzug beginnen die USA und ihre NATO-Verbündeten Ende April. Mehrere Militärstützpunkte wurden bereits an die afghanische Armee übergeben. Die Gewalt in Afghanistan hat in den vergangenen Wochen jedoch stark zugenommen. Die Friedensgespräche zwischen den radikal-islamischen Taliban und der afghanischen Regierung kommen nicht voran. Beobachter warnen, dass sich die Sicherheitslage in dem Land nach dem vollständigen Abzug der NATO-Truppen noch verschlechtern könnte.